Los geht's! Herzlich willkommen zu Stiftung Warenrest. Wir testen heute die neue App oder das neue Spiel Pokémon Slide. Deswegen habe ich auch hier einen Schlitten mitgebracht. Und wir werden in zwei Kategorien testen. Und zwar zum einen werden wir testen, wie ist das Fangen von Pokémon, wie jetzt dieses Kiesling hier. Wie wird sich das darstellen, wenn wir den Hang hinunter flitzen mit dem Schlitten. Und die zweite Kategorie wird dann sein, dass wir Pokémon-Kämpfe machen, also Trainerkämpfe, und da schauen wir dann mal, ob man auch dazu Schlitten fahren kann, ob Pokémon Slide da funktioniert. Viel Spaß dabei! Mit diesem Snivy hier machen wir jetzt die erste Testreihe, und zwar sitzend Schlitten fahren und dieses Pokémon fangen. Es hüpft über den Ball! Ei, 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 ei. Aber ich habe es dann gut getroffen beim zweiten Versuch. Aber der erste, da ist es drüber geküpft. Und es bleibt auch im Ball, sehr schön. Mein Eindruck ist, ich habe kurz dann auch freihändig gefangen. Da ist zwar dann das Pokémon drüber geküpft über den Ball, aber das macht ja nichts. Und sitzend optimal. Pokémon Slide, eins mit Stern bisher. Testreihe Nummer 2. Mit diesem Floink hier. Pokémon Slide, und zwar rückwärts liegend. Los geht's! Und den Ball. Ich muss zugeben, ich hatte jetzt echt kurz ein bisschen Angst, weil der Schlitten jetzt immer schneller wird. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also immer noch tolles Spielerlebnis, auch liegend auf dem Rücken, aber nicht ungefährlich, würde ich sagen. Also nichts für schwache Nerven. Gut. Testreihe Nummer 3. Ich versuche dieses Toxipet zu fangen, liegend auf dem Bauch. Ja, das hat wohl weh. Ah, das hat mir jetzt voll in den Bauch und in die Rippen eingedrückt. Aber ich habe es gefangen. Und abgesehen von den Schmerzen immer noch ein tolles Spielerlebnis. Wir kommen jetzt zum Kämpfen beim Schlittenfahren. Pokémon Slide bei Pokémon Kämpfen. Jetzt mache ich eine Ladeattacke und jetzt fahre ich los. Oh, weil das ein bisschen schwieriger ist. Hoffentlich treffe ich alle Bubble. Nein, ich hätte ein Schutzschild nehmen müssen. Ah, es geht nahtlos weiter. Ich hätte ein Schutzschild nehmen müssen. Jetzt komme ich aber. Ah. Ich treffe jetzt wahrscheinlich fast keine Bubbles, aber das macht nichts. Also wenn ich den Kampf gewinnen würde, das glaube ich aber nicht. Das wäre dann schon zweite Testreihe. Ich weiß nicht, was er für eine Attacke macht. Ich mache mal nicht Schilden. Zweite Testreihe wird liegend auf dem Rücken sein. Wenn ich wieder meinen Himmelsfeger mache, dann fahre ich los. Oh, ja, 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 ja. Ja. Er schildert nicht, die Attacke geht durch, aber ganz schön zäh dieses Azumarill. Was nehme ich denn gegen? Ich nehme einfach das gleiche, ist dann ein Spiegelkampf, glaube ich, sagt man. Mirror Match auf Englisch. Okay.
Hi, und los geht's! Dritte Testreihe beim Kämpfen gegen Pokémon. Jetzt komme auch ich mal zu einer Ladeattacke. Bin ziemlich aus der Puste, wie man merkt. Aber ich habe das Azumarill halt besiegt. Das Problem ist jetzt nur, jetzt hat er natürlich noch zwei weitere Pokémon. Und da werde ich jetzt wahrscheinlich Schwierigkeiten haben. Habe keinen Schutzschild mehr, doch. Ich habe ja noch zwei. Die habe ich beim Schlittenfahren aus Versehen nicht eingesetzt. Ich setze mal kurz einen ein, weil ich das Azumarill noch kurz brauche. Weil ich jetzt nämlich die Ladeattacke erst habe. Ich kann nicht mehr. Oh, jetzt verpasse ich die Bubbles. Was ich sagen wollte, die Ladeattacke. Ach ja, abgewehrt. Man hat nur den Schild nicht gesehen. Machen wir ein bisschen verbuggt, das Ganze. Und dann switch ich echt. Dann switch ich gleich mal noch rüber. Nicht nehmen, weil ja auch noch mein Azumarill drin ist. Dann holen wir jetzt noch unseren Kämpfer hier rein. Hariyama hat jetzt sogar den Angriff gesenkt bekommen und die. Ja, das stelle ich jetzt mal, das ist ja eh mein letztes Pokémon. Und die Verteidigung von Hariyama ist, glaube ich, auch gesunken. Ich glaube, beide, ja, genau. Und vielleicht habe ich ja sogar noch eine Chance. Das wäre natürlich schon toll. Ich trage einfach mal langsam meinen Schlitten hoch. Ah, aber gut, das ist ein Panzer Aeron, so wie ich das am Anfang hatte, nur meins war shiny. Oh, ich glaube, das klappt dann nicht, aber schauen wir mal. Oh doch, meine Ladeattacke zieht sehr viel ab. Vielleicht klappt es sogar. Wenn ich das jetzt überlebe, müssen wir mal schauen. Keine Schutzschilde mehr, genau. Weiß ich. Himmelsfeger macht nicht so viel Schaden. Sodass wir. Oh, wenn ich noch zu einer Ladeattacke komme. Ja. Tut mir leid, dass ich so rumschnupfe, aber das ist echt anstrengend. Ja! Kampf gewonnen, trotz Schlittenfahren. Die anderen beiden Kämpfe, die wir noch machen müssen fürs Level-Up, machen wir off-camera. Und dann sehen wir uns sofort beim Level-Up, würde ich sagen. Bis gleich. Oh, schade. Der Kampf ist vorbei, aber die 20 Kämpfe sind gewonnen. Ja! Level-Up gleich! Ja! Ja! Ich wollte euch eigentlich noch mehr zeigen. Wir schauen uns noch kurz das Pokémon an, das wir bekommen haben. Ein nicht shiny Gigabot, das kann ich ja später hoffentlich fangen. Ich hoffe, man kommt da dann wieder hin in diesen Bereich. Denn was wir ja doch sehen wollen ist das Level-Up. Schön. A44. Ja, deswegen A44, liebe Zuschauer, weil das Spiel hat man einen Strich durch die Rechnung gemacht bei Level 43. Ich habe das gestern Abend vorbereitet und dann hat er eigentlich angezeigt, ich bräuchte noch, das waren glaube ich 14 oder so Ladeattacken, sehr effektive, und ich hatte die wirklich noch extra übrig gelassen, um halt eben auch so ein Video zu drehen. Aber dann plötzlich hat er das angezeigt als doch schon fertig gemacht und deswegen seht ihr jetzt gleich im Hintergrund aber nur, oder am Ende des Videos halt, die Animation dazu. Die habe ich dann schnell aufgenommen, aber halt, man sieht dann nichts mehr sonst. Vielen Dank, dass ihr bei Stiftung Warenrest dabei wart, und Pokémon Slide kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ladet es euch runter, jetzt im App Store und im Play Store oder im iStore, wie heißt es bei Apple? Ich habe keine Ahnung. Macht's euch noch einen schönen Tag beim Schlittenfahren. Tschüss.